Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Lethal Company, dem Horror-Koop-Game mit allen außer Bram. Wir wissen es selber nicht so hundertprozentig. Wir wollten so blind wie möglich in dieses Spiel einsteigen. Oben rechts steht WASD zum Laufen, Shift zum Sprinten und Scannen mit rechter Maustaste. Peter, das ist wie schnell man leiser wird, wenn man mal ein bisschen weggeht. Ja, das ist halt wahrscheinlich also ein Indie-Spiel. Mein Gott, wenn du Start Game. Bei, ja. Was? Wie Start Game? Wir sind doch schon mittendrin. Also. Oh. Ich hab Start Game gedrückt. Nice. Ich würde sagen, wir starten, oder? Wir landen. Ja, weiß denn jemand, was wir machen müssen? Nö. Wir landen. Wir mitnehmen müssen. Haben wir. Keine Ahnung. Hazard Level B. New Creature Data sent to Terminal. Was ist der Terminal? Hier, Terminal. Access. Ja, geh doch mal rein. Please enter favorite animal. Shark. Nee. Ich sag Tarantula. Nee, Shark. Ich hab Manual gefunden. Please describe your role in a team dynamic. Joker. Welcome to the Fortune 9OS, courtesy of the company. Type helpful list of commands. Also ich habe jetzt wirklich hier eine Eingabemaske, wo ich so... Ich mach mal help. Store, Bestiary, Storage und Other. Ich glaube, ich gucke gerade Jade zu, wie er schon unterwegs ist. Ich sehe so eine Map. Ja, stimmt. Aber wieso ist nicht also ich habe hier ein Menü gefunden. Ja, da steht, wenn wir den Scanner benutzen, bedeutet grün ein Place of or Object of Interest, gelb ein Objekt, was man zur Company zurückbringen kann als Valuable Scrap. Das heißt, gelbe Sachen müssen wir einsammeln, grüne Sachen sind interessant und rote Sachen sind biologisches Matter. Ich weiß nicht, ob das buggy ist, aber Peter wird bei mir manchmal sehr laut und dann wieder sehr leise, obwohl ich einfach an der gleichen Stelle stehe. Dann haben wir den Autopilot Routing to Moons. Das ist die wichtigste Funktion des Terminals, ist der Autopilot. Du kannst zu jedem Moon fliegen mit dem Autopilot GPS. Okay. Aber wir können Tools kaufen, da ist auch Bestiary, wie Christian schon gesagt hat. Dann müssen wir Scrap sammeln und zurückbringen. Also ich habe auf jeden Fall hier, ich würde sagen, wir erkunden erstmal und dann gucken wir. Das ist super, also, das heißt, du hast dein Manual in, du sagst, was wir machen sollen. Ich laufe einfach stumpf hinterher und bin Arbeiter aber, Nummer 2. Also, ey Leute, warte mal, da hinten, da gibt es noch so eine Karte, ne? Und auf der Karte siehst du, wo die Leute rumlaufen und kannst quasi, glaube ich, die Point of Interest Sachen und so verfolgen. Also es ja, gibt sowas wie ein Commander. Aber das ist doch... Hä? Weil du kannst... Also ich habe zum Beispiel gesehen, Jay lief da rum und dann konnte ich schon sehen, okay, da sind blaue Leute in dem Raum. Ich war noch vor Jay, die noch nicht sehen konnte. Hör mal, kann ich euch noch mal so eine allgemeine Frage stellen? Habt ihr in eurer Ansicht auch so Scratches über eurem Helm? Ja. Gesehen? Okay. Die sind halt einfach irgendwelche Dullis, ey. Ja, ich dachte nicht, dass das kaputt ist. So, lass mal los. Jetzt. Tschüss. Da die Treppe hoch habe ich schon erkundet, brauchen wir nicht lang. Alles klar. Da ist nix. Diese schöne Minecraft-Gedudel im Hintergrund ist toll. Habe ich kein Gedudel? Kein Gedudel. Ich habe auch kein Gedudel. Ich habe nur Leiter. Ich höre so einen Klavier-Sound. Wie kommen wir denn da jetzt rein? Das ist ein Zug. Das ist ein Zug? Weiß ich nicht. Ey, wenn wir scannen, da hinten, Main Entrance. Wir laufen genau drauf zu. Mach mal rechte Mausbutton. Ja, rechte Mausbutton ist Scanner. Oh, der ist wichtig. Main Entrance hört sich gut an, oder? Würde ich auch sagen. Ja, hier. Und aber da müssen wir rein. Tür auf und herein im Achso, man muss eh weg. Das ist ja hier, wie heißt das? Christian einfach so. Lol. Voll der Effekt. Okay, ihr seid einfach abgeschnitten worden. Wie heißt das denn hier nochmal? Das ist wie Fallout. Feuer, genau. Ja, nee, dass du da so reingehst, reinlädst. Das ist okay. Ihr habt das Metal Sheet komplett übersehen, was ich jetzt hier aufgesammelt habe. Ja, ich hab auch ein Metal Sheet. Du bist so true einfach, du Metal Sheet. Ach, ja, aber was machen wir denn mit dem Metal Sheet? Ich bin hier in irgendeiner Scheiße drin. Alter, ich seh nix! Ich seh auch gar nichts. Also ich hab das Metal Sheet jetzt aufgesammelt, okay. Ach, du hast das aufgesammelt. Ja. Was war das für ein Sound? Welcher Ficker hat die Tür zugemacht? Ja, ich? Ja, ich wurde ja, der kommt. Ja, weiß ich das? Arschgeige. Da kam Gas raus, jetzt stank nach Pups, da wollte ich nicht. Ah ja, klar.
So, gehen wir da rein, ist auch gar nicht dunkel. Die Metal Sheet ist wahrscheinlich einfach Shit, den wir brauchen und den wir zurückbringen müssen. Ja, ein bisschen kann man erkennen. Ich scanne mir hier den Arsch ab, hier ist nix. Hier ist so ein kleiner Raum. Hier kann man Wasser anmachen. Kann man aber nicht benutzen, oder? Nee, kann man nicht. Gehen wir jetzt die böse Treppe runter? Naja, ihr schon auf. Der Forscher schon mal eine Runde, ich guck an die Tür. Oh Gott. Ich geh mal wieder. Was? Alter. Mein Gott, der macht dir die Tür einfach zu, ist der weg? Ja, okay, mich hat ein riesen Maul mit einer fetten Zunge und vielen Zähnen angegrillt. Wie beschreibst du Nina? Was, hab ich Nina geschrieben? Nein, nein. Mein Scherz! Mein schlechter Scherz! Okay, mein schlechter Scherz. Ich will. Okay. Ah, da bist du. Also. Ja, du musst einfach jetzt rein. So, ja, du rein. Kannst du mal kurz testen, ob du die Tür noch aufmachen kannst, wenn ich hier vorstehe? Aber! Okay. Tschüss, Jay! Was schön mit dir! Jay schreit Aua und verschwindet hinter so einer Ecke. Ja, tschüss! Was macht Peter eigentlich die ganze Zeit? Peter? Peter? Oh, Peter, ist der Rechner. Ist der Rechner abgestürzt. Peter? Hallo? Peter? Christian, wir sind nur noch zu zweit. Ja, Jay ist auch komplett weg. Also, ich weiß nicht, wo der Junge hingerannt ist. Da! Der kämpft gegen eine Riesenspinne! Oh, ich bin hier! Komm hier! Wieso können wir, was können wir denn dagegen machen gegen so eine Scheißspinne? Peter, tut mir jetzt ein bisschen leid. Aber naja, dumm gelaufen. Können wir die schlagen? Also mein Figürchen oben links ist rot. Wie sieht das bei euch aus? Ne, ist doch cool alles. Verteidigen wir Peter? Was ist hier los? Wie verteidigen wir Peter? Peter liegt hier einfach tot. Wow! Da ist man einmal kurz weg und Peter ist tot? Also, ich nehme mal Peters Rolle an mich und dieses Manual. Ich bin jetzt der neue Peter. Ich hab Peters Eisen. Sehr gut, du bist jetzt Metal und True. Wo ist denn Jay jetzt? Ja, ich bin hier oben lang gegangen. Hab nur geguckt, ich hab ne Bolzen. Ne Alter, Bolzen, was ist das für eine riesen Schraube? Das Problem ist, ich hab echt damit gerechnet, dass Peter jetzt hier nicht verschwindet, weil ich hab dem überhaupt nicht zugehört, was er mit dem Manual gemacht hat. Warning, please return by... Was? Wie spät haben wir? Weiß ich nicht. Ich hab keine Uhr. Doch, da stand eine Uhr. Als 10 gerade. Als wir draußen waren, stand da eine Uhr. Bis wann müssen wir zurück sein? 17 Uhr. 17 mir geht Uhr, sonst haut das Schiff ab, Jay. Mir geht es nicht mehr so gut. Christian, hast du da was aufgemacht? Irgendwas habe ich hier benutzt, aber ich kann nicht erkennen, was. Aber das klang wie ein Schlüssel. Ja, klang echt wie ein Schlüssel, aber ich habe nichts im Inventar. Schlüssel. Aber Christian hat irgendwas getan, das klang wie ein Schlüssel, wurde benutzt. Vielleicht war das Jay, keine Ahnung. Ich habe Peter nur getragen. Was machen wir jetzt mit Peter? Ich hab keine Ahnung. Da unten ist eine fette Spinne, die uns killen wird, ne? Gab's da nicht noch eine andere Tür? Ich geh mal gucken. Aber Peter hätte sich ja auch wenigstens im Teamspeak muten können. Also so viel muss er jetzt ja noch nicht sein. Ey, ich bin tot. Problem. Es gibt keine andere Tür. Nee, genau, das war's, ne? Okay, Peter ist out, okay. Also wir müssen... Peter gestorben ist, lass den mal zurück zum Schiff bringen. Ja, komm, lass den... Okay, wir müssen ganz schnell weg. Mach mal nicht. Ganz schnell zurück. Der Leute, das ist weg! Nee. Nein! Live Support offline. Peter, wir sind alle tot. Wir sind alle tot. Starke Leistung von uns, würde ich sagen. Ich weiß zwar nicht hundertprozentig, was wir gemacht haben, aber wir haben uns eine App abgeholt. Für super gut. Alter. Okay, minus 80%. Two days left. Was? Um Profit-Quota zu schaffen. Aber warum ist Peter denn jetzt einfach gerade gestorben? Wegen der Peter. Ja, aber der liegt da einfach, der stand einfach da nur rum. Ja. Ich hab ja auch gesagt, ich muss kurz. Was? Du lenkst halt die Scheiße. Ich muss kurz an die Tür. Ich wusste nicht mal, dass da eine Spinne ist. Lass halt nicht hoch. Ich hab die einfach gepullt. Ich hab die nicht gepullt. Ich bin da rumgelaufen, damit ich irgendwas mache. Hallo, ah, das klingt wie ich hab die gepullt. Hazard Level B ist schon mal ein bisschen mehr. Ich war gerade auch schon. Denn jetzt, wann das Schiff wieder abhaut? Ich bleib im Schiff. Kann ich euch
Haben wir ein Walkie-Talkie? Nein. Was? Warum bleibt ihr denn im Schiff? Bleibt doch nicht beim Schiff. Scheiß auf den Autopilot. Gibt's doch diese Karte. Ich hab hier, Schiff, lief mal. Ernsthaft? Oh, das ist ja toll, Peter. Ja, das wusste ich aber nicht. Was bist du für ein Arsch, Peter? Was ist das gebackstep? Weißt du, wir wollten den zurück ins Schiff bringen. Nächstes Mal lassen wir ja fliegen. Ist halt echt so. Wir haben aber okay, jetzt hier rein. Dann in dem Gang gleich. Alter, wieso ist das jetzt plötzlich hier so hell? Aber wir haben zwei Schrott und eine Schraube bekommen. Haben wir nicht. Ich bin nur gestorben. Ja, aber das können wir jetzt ja schon mal mitnehmen. Aber das sieht anders aus. Oder? Ja, das ist jetzt ein anderes Level. Vielleicht sollten wir damit mal zurück und gucken, ob wir uns wenigstens eine Flashlight oder so kaufen können. Ich hab Metal und ich hab die Hände voll, Freunde. Ich geh jetzt. Tschüss. Nee, du hast 4 Slots, Christian. Aber hier steht ganz voll. Ja, du musst einfach mit dem Mausrad scrollen. Kannst du darüber sprechen? Hier glaub mir doch einfach, wenn hier steht. Nee, Christian, voll. Ich weiß das besser als du, ne? Du kannst. Christian. Also das sieht nicht so gut aus. Ich verstehe auch, dass du voll. Also meine Hände werden auch voll, wenn ich so ein riesen Ding in der Hand habe. Aber hallo. Bei dir. Aber warte mal. Okay, gehen wir jetzt hier oben lang. Ja, ich will mal zurückbringen, wir gehen mal hier weiter. Hast du nicht auch was zum Zurückbringen? Hier waren wir schon links rum. Links rum. Hier waren wir. Weiter bin ich nicht gegangen, Peter. Dann gehen wir hier doch mal wieder runter. Hier ist ja richtig viel Shit. Wieso habe ich noch nichts gefunden? Ja. Oh, Peter, komm, lauf doch mal zu der Spinne. Komm, such mal. Ja, das Problem ist, ich sehe halt nichts. Also ist nicht smart, hier rumzulaufen, oder? Es ist dunkel. Ja, aber wie sollen wir denn sonst, Fortschritt haben? Ich weiß nicht, ob wir uns was kaufen können mit dem Scheiß, den ihr schon habt. Cookie Mold Man. Alter, ich hab uns... Was ist das? Ich hab so eine Brezel, nee, so eine Keksplattform. Oh ja, eine Keksplatte. Donuts. Ein Plätzchen. Ja, mach gut. Mach mal grün, Peter. Grün ist geiler, also grün ist gut. Ja, grün habe ich jetzt zweimal. So. Got scrap. To sell, use the terminal to route the ship to the company. Nee, das machen wir nicht. Store das mal. Hands full. Store item. E. Okay. So, wo gummeln die denn da rum? Da. Nee, nicht Startship. Ging es hier unten noch weiter? Oh, Sackgasse. Ah, okay, Christian hat Geld verkauft. Christian hat was zurückgebracht. Ja, nice. Okay. Aber wir können nirgendwo einen Schlüssel benutzen an der Tür, oder? Ich habe zumindest noch kein Schloss gefunden. Das weiß ich halt nicht, ne? Also ich hatte auch einmal den Schlüssel gefunden, aber dann war er nicht. Wart ihr hier durch? Drop Key und Linksklick Use Key. Wart ihr hier durch schon? Also da ging's so hoch, oder? Wart ihr oben schon? Hier ist gar nichts. Hier kann man runterdroppen. Möchten wir das? Ist das smart? Weiß ich nicht. Sagt euer Scanner. Wer ist da runtergesprungen? Ich glaube Jay. Jay? 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 Ich hab gestorben. Was soll ich denn? Da bringt man sich doch die Beine. Er hat ja voll die guten Sachen gehabt. Aua. Lass mal zurückgehen zum Schiff und zu Christian. Kann man da rüberspringen? Ja, keine Ahnung. Willst du jetzt auch sterben? Nein. Na, wobei, ich hab nix. Ich kann das probieren. Okay, Peter, try. Okay, ich hab einen Schlüssel. Ich bin mehr wert als die. Christian? Ja, ich hab das Ding mal zurück zum Schiff gebracht. Das können wir tatsächlich verkaufen. Christian? Wo bist du? Hier, der war. Hier, nee, unter dir. Ich stehe hier. Ah ja. Der ist hier. Christian? Ja? Challenge. Von hier aus, da hinten rüberspringen. Ich höre schon so ein... Ja, also unten könnte sein, dass unten deine Kollegen liegen. Schon. Ach so, das ist jetzt dumm gelaufen. Also. Soll ich einfach wieder fahren? Ey, lass fahren, ja, wir haben. Ja, Moment, aber pass auf, mal wirklich for real. Du kannst doch gar nicht darüber springen, ich sehe doch die Reling da drüben. Ja, aber die Reling hat da genauso wie hier ein Loch. Aber also, wenn du krass links, bist. Da muss ich ja 5 Tage springen. Ja. Ja, vielleicht. Ja, ich bin einfach runtergelaufen. Im Gegensatz zu den anderen. Einfach die Beine gebrochen, alles weg, ich hab keine Ahnung. Probier mal aus, zweimal.
Sepp baitet den einfach voll in den Tod. Mal, springen kann. Pass auf, lass einfach rechtsklick holen, damit wir den stressen. Das reicht. Ich würde sagen, das reicht nicht. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Also Peter würde auch sagen, das reicht nicht. Dann dürfen die auf jeden Fall uns nicht jetzt muten. Nee, ich will das ausprobieren. Wir können die leider nicht wiederbeleben, weil die jetzt halt da unten liegen. Ja, dann geht halt zurück, ey. Ja, das ist natürlich. Ja, ich mal Idioten. Kann man geduckt runterspringen und dann kriegt man weniger Fallschaden? Ja, genau. Ich hab doch die Fallschaden gestorben, aber ich hab doch die Spieler gehört. Oh, kann man. So oh, Christian, warte mal, hier ist Eisen. Hier ist so ein Vorsprung. Warte mal, kann ich. Ne? Ja, warte mal. Lol. Oh mein Gott, wie hast du das denn gesehen? Ja, mit dem Rechtsblick. Und dann musst du von hier aus da drüber springen. Ey, Christian, kannst du vorgehen? Wie soll ich denn vorgehen? Ich hab einen Schlüssel. Okay. Der ist wichtig. Ja. Ich hab einen Schlüssel. Ich trau mich nicht mehr. Wo ist du da? Rechtsklick einmal drücken und dann siehst du es. Und dann einfach jumpen. Ja, wo ist denn der Absprungpunkt? Hier. Ah, das kann ja nicht so schwer sein. Ja, ich wollte gerade sagen, also es ist ja. Nice. Easy. Das ist ja nice. Okay, warte. Aber jetzt rechtsklick zurück und passiert bei mir nichts mehr. Oh Gott, Alter, war das knapp. Fire Exit. Okay, Exit. Wir haben einen Schlüssel. Wollen wir die Tür aufmachen? Weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, was das für ein komisches Spiel ist, aber irgendwie ist es witzig. Ja, da in der Tür, die ich gerade zugemacht habe, sind so Spinnenweben drin. Ah! Oh Gott, Alter, hab ich mich von deinem. Du warst gerade in mir. Alter, ich dachte gerade, mich hat die Spinne angesprungen. Okay, dann würde ich auch erschrecken, wenn Christian, danke, wenn ich Christian in mir wäre. Wir können hier so einen Flip switchen. Ja, machen wir einen Flip switchen. Flip stark. Das war nicht gut, Christian. Ja, hier sind mehrere. Alter. Das muss so. Nicht au. Oh mein Gott, ich hasse das. Ja, warte mal, wie kann ich die denn. Oh, Zucker. Ja. Absolut Zucker. Ja, so, jetzt ist überall aus. Hallo? Kannst du mal überall anmachen? Ach so. Ja, aber. Okay. Also, ich möchte ja was. Ah, danke. Ich hab den gefunden für hier. Das ist der vorletzte. Jo. Da, Tattered Metal. Ich hab Metal gefunden. Das kann ich jetzt übersehen. Okay. Sehr, pass auf, wir machen jetzt eine Mutprobe, ja? Hattest du unten noch die Door aufgemacht? Ja, da sind auch Spinnenweben drin, die habe ich wieder zugemacht. Okay, wollen wir die Fire Exit Tür mal aufmachen? Ich bin gerade am überlegen, ob ich nicht einfach mal den Gang hier durchrennen soll. Ja, lass so richtig die Fire Exit Tür gucken, damit wir wissen, wie wir zurückkommen. Okay. Also, ja, das ist natürlich blöd für die anderen beiden jetzt. Lol. Kommt raus. Man kommt raus, Christian. Das ist ja Wahnsinn bei Exit. Aber warte mal, lass mal gucken, wo es hingeht. Ja, hey, wo willst du jetzt? Wir sind halt draußen. Meinst du nicht, hier gibt's was? Keine Ahnung. Warte mal. Was? Um 7 Uhr fliege ich das Schiff weg. Nee! Echt? War das nicht beim letzten Mal so? Ja, aber wir hatten diesmal keine Nachricht, dass es wegfliegt. Oder? Ich weiß es nicht. Ich kann gerade hier nicht rüberspringen. Ach, wir sind da vorne an der Seite jetzt. Als ob es auch Seiteneingänge gibt. So secret. Scheiß die Wand an. Main Entrance. Das Schiff ist noch da, oder? Ich weiß es nicht, ich sehe es nicht. Ich würde sagen, ja. Ja, ist noch da. Okay, wollen wir. Ich habe noch Metal, was wir verkaufen können und so einen komischen Schlüssel. Dann verkaufen wir einfach mal die zwei Sachen, fliegen in Urlaub und dann holen wir die anderen beiden wieder. Ja, finde ich gut. Können wir die reviven? Ich hoffe. Oder wollen wir noch einmal da rein? So, wir haben jetzt so Metal Sheet collected. The Cell used the terminal to route the ship to the company building. Natürlich, ich mach mal eben die Tür zu. Wo tun wir verkaufen das hin, die damit das wir das verkaufen Weiß ich auch nicht, das steht natürlich... Also wenn ich das richtig route im Manual, weiß ich nicht. Wahrscheinlich... Genau, steht im Manual. Access Terminal. Was ist und dann Manual? Müssen wir... Hattest du das? Ich? Was hatte ich? Hattest du das Manual? Nö. Team, weil dann liegt nicht mehr da. Weißt du, das ist ein Bold Move. Ja, schade, es ist jetzt weg. Naja. Ich kann natürlich nicht starten, weil meine Hände voll. Wollen wir noch mal rein in den einen Raum? Nein. Oh, Alter. Nicht, okay. Wenn die jetzt hörst da rausgehen, dann mach ich rechts durch. Da kommt man angerannt! Oh mein Gott! Das höre ich aber auch! Oh mein Gott! Siehst du das?
Warum ist die Tür auf? Das haben die nicht gecheckt! What the fuck? Oh, wir fliegen! Als ob die das nicht gesehen haben! What the fuck? Ich hab dir die Tür zugemacht. Weißt du, das haben die nicht gesehen! Die Tür zu? Okay, das werde ich... Ah ja. Wir sagen es nicht. Wir sollten es nicht sagen. Nee, alles gut. The most paranoid employee? F! Was soll das denn? Zwei Erfahrungen! Ja. Herzlichen Glückwunsch, Leute! Ja, wir leben wieder! Hurra! Nice! Also, ja, okay. One left. Peter und ich haben Sachen zumindest gesehen, die wild waren. Was ist denn unser Profitquota? Ich glaube, da können wir das verkaufen, oder? Das ist, nee. Ich glaube, wir müssen eine gewisse Menge an Geld erreichen. Alter. Also, hier kann man, Christian, man kann das in den Schrank legen. Also konnte ich jetzt zum Beispiel. Also bei Store-Item kann ich, das kann ich nicht. Da sagt ihr bei mir immer hands full. Okay, dann den Schrank. Also hier kannst du das aber auch mal probieren. Ich hab da dafür hingelegt. Ja, dann. Ja, so, dann wie viel Geld haben wir denn? Wir haben 8. Ein Walkie-Talkie kostet 12. Oh, wie hast du das denn jetzt rausgefunden? Indem ich hier an dem Terminal einfach mal shoppen gehe. Okay. Wo ist denn überhaupt unser Geld? Eine Taschenlampe wäre super oder was zum Verteidigen. Ja, aber eine Taschenlampe. Warte mal, Flashlight kostet 15. Wir haben 8, wenn ich das richtig sehe halt. Geil. Ja, da haben wir ja, da können wir uns ja, können wir Schulden machen? Können wir irgendwo eine Zinse hier Darlehen machen? Können wir denn, gibt es denn sowas wie Waffen oder irgendwas? Es hat nicht ein. Lass du bitte das Licht an. Ist hey, das pass nicht auf, quasi so, dass du nach also, 3 Tagen deine Sachen verkaufst? Also es kannst? Gibt Walkie-Talkie, Flashlight, Shovel, Lockpick, Pro-Flashlight, Stun-Grenade, Boombox, what? TZP-Inhalant, Zap-Gun, Jetpack, Extension-Ladder, Radar-Booster okay. Und Chip-Upgrades, wie Lautoren, Teleporter und Reverse-Teleporter. Ich hab die Maus bewegt. Ach, oh mein Gott. Der ist hier in der Wand. Der war hier irgendwo. Also wir müssen irgendeine Summe zusammenbekommen bis zum dritten Tag, aber ich weiß nicht wie viel, weil ich das nirgendwo nachlesen kann. Ist egal, lass mal los. Heißt, wir landen jetzt. Ja, land doch mal. Jetzt sagst du. Müsste das nicht im Terminal stehen unter Other? Alter, ist das chaotisch, holy shit. Das ist der Shit gewesen. Das war so gut, als ich da runtergefallen bin. Das war so lustig. Ist der jetzt tot? Ja. Das war so gut. Du toll zu uns. Ey, ich bin einfach hart gestorben, ne? Ich sag so, wie das ist. Immerhin haben wir den richtigen Weg gefunden. Denn? Weiß ich nicht. Geh doch mal vor. Ja, jetzt geh ich auch vor. Ich hab einen Schlüssel. Fick dich. Aber man muss ja schon sagen, beim letzten Mal ist jetzt das Schiff nicht um 7 Uhr weggeflogen. Warum? Wir können halt voten, wenn wir tot sind, dass das Schiff irgendwie der Autopilot wegfliegt. Ernsthaft? Ey Leute, es gab bei der anderen Basis hier links so ein Geheimgang. Stimmt, hier gab es doch noch einen. Komm hier rein. Aber vielleicht können wir das so mit dem Schlüssel benutzen. Ja, warte, ich hab ja den Schlüssel. Er geht mal da rein, kommt der da oben rein? Ich hab den noch, ja, ich hab den mitgenommen. Geil. Also, weil ich dachte mir so, warum nicht? Ja, man kann entern. Wofür steht eigentlich 0LB? Jennifer, eine Frage gestellt, jetzt wofür steht 0LB? Pfund. Ja, aber wie, ach so, weil ich so viel 0 Gewicht habe, ich verstehe. Gewicht, ja. Okay, ja, okay. Rein da. Ich habe eine Schraube schon gefunden. Alter, was hast du denn da? Du hast eine Ampel in der Hand. Ja, wirklich? Das ist eine Engine. Das stimmt, das ist ein Motor. Das ist richtig. Pull, das heißt, das musst du ja, bring mal weg. Vor allem der Engine würde wohl teurer sein. Mehr als 10, oder? Es steht doch, glaube ich, unten rechts, oder? Wenn du es anguckst, hinlegst, dann siehst du, wie teuer das ist. Okay, Sepp, wir gehen jetzt zusammen hier rein. Ja, Jay ist schon vor. Achso, Jay ist schon. Jay ist ja nix. Ich höre was rauschen. Warst du schon in einem Ding? Oh! Use the Computer Terminal to access the Q-Doors. Lol, das muss wirklich einer ins Schiff? Steam Leak! Peter, mach mal die Tür hier auf! Hey, doch, ich glaube, du musst die Tür aufmachen. Ich glaube auch. Okay, warte mal, sonst geht einer zurück und öffnet die Tür. Warte mal, was? Hier hinten geht's wieder weiter. Ich renn mal zurück. Wir war hier schon einer? Jay, wo bist du? Hier ist zwei. Ja? Wo? Ich bin mit dir links gelaufen und dann rechts. Hier sind Türen offen. Ja, hier sind überall Türen offen. Ein bisschen links und dann rechts? Hier? Ja, so ein bisschen links, ein bisschen rechts. Ist das Ananas? Okay, hab ich völlig verlaufen. Ich weiß nicht mal mehr, wo wir hergekommen sind.
Ja, du musst einfach immer lauter, immer wenn ich lauter werde. Ja, okay, du bist hinter der verschlossenen Tür. Du löst da einfach. Ah! Oh mein Gott. Hier? Ja, ich bin noch bei dir. Echt? Ich seh dich nicht. Leute, ich bin hinter der Tür. Hallo, du bist einfach drum rumgelaufen. Ja! Wow. Schade, Chris. Okay, Chris hat sie aber immerhin aufgemacht. Ist doch gut. Hier ist noch eine andere Tür, Chris. Ich hab das Steam Lake beendet. Nice, dann können wir da einfach durch. Hier durch, oder? Hier war Steam Lake. Hier war noch. Was, Steam Lake? Nee, hier hab ich dran gedrückt. Hä? Hier, ich hab das hier gedrückt. Ja, aber hier vorne war das Steam Lake daneben. Nee, war hier. Okay. Aber hier ist nix. Hier ist gar nix. Nee, also ich hatte vorhin Steam Lake da vorne rechts. Also hier okay. Rechts. Und dann hier rein. Ich bin hier, warte mal, ich bin hier rechts bin ich reingegangen. Nee, da kommst du her. Ah, okay. Ich hab rausgefunden, wie wir die Sachen an unsere Company verkaufen können. Da oben steht unser Profit-Quota, Deadline One Day. Und, 130. Ja, genau. Und wir kriegen das verkauft, indem wir zum Company Moon fliegen. Das ist halt. Wie haben wir da den Kurs, wie man den setzt, haben wir nicht rausgefunden. Moons eingeben und dann einfach wahrscheinlich The Company Building eingeben. Dann fliegt man dahin. Ah. Das heißt, okay, wir müssen jetzt vielleicht müssen noch. Ja, wir müssen rausfinden, die anderen haben da irgendwie eine Tür gefunden. Und da stand dran, die kann man vom Schiff aus irgendwie vom Terminal öffnen. Aber hier kannst du halt nur ein Schiff starten. Moment, stand da spezifisch Terminal? Weil das wäre ja hier unser Terminal. Ja. Warte mal, Ada. To scan for the number of item. What? Switch, ping. View Monitor? Yo, View Monitor, jetzt sehe ich die anderen beiden. Okay, cool. Also von oben, wie die da rumeiern. Und da ist so eine rote Tür. Okay, wie kriegen wir die jetzt auf? Ich sehe die auch davor rumlaufen, das ist auch hier zu sehen. Warte mal. Back. Storage, Bestiary Store. Wie können wir diese Tür öffnen? Other Commands. Vor denen ist ein roter Punkt. Oh oh, das sieht aus und der bewegt sich. Alter, das ist ja das. Wo bist du? Da. Wo bin ich? Ich bin ein bisschen weitergelaufen. Oh ja! Hier. Noch mehr Material. Nice. Oh, ist das der Startraum, Jay? Hier, das ist die Doppeltür nach draußen. Ah ja, stimmt. Okay. Das ist der Startraum. Easy Snack. Die werden ja auch immer gleich aufgebaut sein, anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Also ähnlich. Ja. Hier ist das Server, so ein gutes. Ja, doch. Was? Ich bin aber auch jetzt mittlerweile relativ schwer. Ah, da, das Pen. Ich hab eine Pfanne. Ja, wenn du mir die 28. Drops, kann ich die. Wenn du mir die Drops, kann ich die zurückbringen. Weil ich bin dann voll. Oder irgendwas ich Drops. Hab, ich hab noch eine Schraube. Sachen. Ja, gib mir die beiden Sachen, du kriegst den Key, warte. Ja, ich hab dann zwei Keys, okay. Ja, nee, du kannst den Key dann behalten und ich gehe dann zurück und verkauf den Shit. Okay, dann gehe ich wieder zurück, die anderen so. Schade, Sandwicher weg. Oh, man kann sogar scannen. 12 Objekte gibt's noch außerhalb des Schiffes. 877 wert. Wie kann man chatten? Ich will einmal unsere Sachen an Company Building verkaufen, aber da steht Press, also das ist amerikanische Tastatur. Ich weiß nicht, was die richtige Taste ist. Hä? Wo steht Press? Links so, im Chat. Da, den Backslash. Minus. Also das neben dem rechten Shift. Ah, nee, hast du auch die Nachricht bekommen? Nee. Somewhere too far away. Nein. Ist jemand hier? Hallo? Ja, Jake, so? Perfekt. Ja? Hast du Sepp auch mitgebracht? Ja, sicher. Wo ist denn Sepp? Ja, der fürchtet sich doch am wenigsten von uns. Also, du hast ihn allein gelassen. Wir wissen nicht ganz, wie wir die Tür aufmachen, aber. Ja, ist ja auch scheißegal, die Türen sind da alle offen. Hä? Also du kannst da Türen, also ich bin da einfach um die Ecke gelaufen und dann war da ein anderer Weg, um dann auf die Tür zu kommen. Einfach.
Okay. Ja, ich habe ganz viel Shit geholt, aber wie können wir den Shit jetzt verkaufen? Ja, dann wissen wir. Das wissen wir. Wir müssen das Schiff starten und dann können wir zu dem Mond fliegen, wo wir es verkaufen können. Aber dafür müssen wir im Orbit sein. Dafür muss Sepp zurückkommen oder wir fliegen ohne ihn. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Hast du schon mal... Was denn? Was kommt denn jetzt? Ich gehe mal näher dran und versuche dem zu schreiben. Sepp, komm mal her! Warum hat der Bienen? Da sind Bienen! Starte das Schiff! Bienen? Ja, die sind weg. Die Bienen sind weg. Alles gut. Nee, nicht direkt starten. Der ist doch noch nicht drin. Aber der kommt doch jetzt rein. Das ist ja nicht Instant-Start. So. Ja, doch. Okay. Ja, hast recht. Aber hat ja alles geklappt. Also fliegen wir jetzt gerade zum Mond oder ist er von uns? Nein, erst in Orbit und dann zum Mond. Wir müssen vom Orbit aus müssen wir nicht dann direkt landen, sondern müssen wir den Mond ansteuern. Ja, und wie steuern wir jetzt den Mond an? Ja, warte. Ah, most profitable, Alter. Ja, lazy Schmelz. Ah, Christian, du faules Stück. Hey, B. Alter, wir haben Erfahrung bekommen. So, jetzt fliegen wir dahin. Okay. Moons. Jetzt fliegen wir zum Mond. The Company Building. Confirm. Was? Und jetzt? Jetzt fliegen wir gerade zum Company. Ja, das steht da oben. Sonst hassen wir, sonst werden wir gefeuert, oder was? Ja, ich denke. Sind wir jetzt schon da? Können wir jetzt landen? Weiß nicht, lande mal. Also, mach mal die Tür auf. Das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, wir sind da. Die Tür geht nicht auf. Ja, weil wir sind ja noch nicht gelandet. Wenn wir einfach in den Orbit gesogen worden wären, ey. Es sieht zumindest anders aus. Müssen wir die Sachen jetzt mitnehmen? Continuous storage. Fauna unknown where the company. Okay. Da weiß ich auch noch nicht. Ich nehme mal eins, lass mal jeder was mitnehmen. Ich nehme mal das fette Ding nicht, oder? Aber warum haben wir nur so wenig noch? Wo ist das andere? Wo ist das ganze Zeug hin? Das haben die schon mitgenommen. Echt? Ja. Leg das mal alles dahin? Was ist das denn? Das ist und ja da muss das rein, oder was? Ja, einfach da reinlegen. Und dann können wir nachher die Bell ringen und dann verkauft er das wahrscheinlich. Ich hab noch Sachen, warte. Einfach auf Sell Item dann, ne? Ja. Mega gut. So. Jetzt okay, ringen wir die Bell. Ring mal die Bell. Alter, warum tanzt du? Ja, mit 1. Okay, jetzt ab. Was? Christian? Sind wir noch zu dritt? Christian wurde gerade gefressen. Ich hab das Gefühl, wir sind noch zu dritt. Hat dem das nicht geschmeckt, oder was? Ja, drückt da nochmal drauf! Der ich? Warum denn nicht? Ja, stell dich doch mal dahin. Ist verkauft. Ah, du musst zweimal drücken. Siehst du, musst ein paar Mal drücken. Du musst zweimal drücken. Paycheck. Nice. Sehr gut. Ah, Christian hat auch gut geschmeckt. Warte mal, wie ist denn das jetzt? Reicht das jetzt, um unsere Quota zu erfüllen? Ja, ich würde sagen, ja. Peter, was ist höher, welche Zahl? 107? Ja, ich wusste nicht mehr genau, was die Quota war. Okay, 130, dir, perfekt. Hey, Christian, tut mir leid, aber... Ja, Christian kann uns ja zugucken. Ja, aber wenn wir jetzt starten, nee, kommt er ja wieder. Der überlebt hoffentlich nach dem Tag. Ja, denke ich auch. Heißt, wir starten jetzt wieder das Schiff? Ja, genau. Ja. Alter. Okay, das war auf jeden Fall schon mal ein wilder Ritt. Aber jetzt können wir uns das erste Mal... Also jetzt müssten wir uns jetzt Flashlights und sowas leisten können. Ja, hoffentlich. Die Frage ist, wo wollen wir hinfliegen? Ja, Moons. Experimentation. Das ist zurück. Ich hab zweimal gebimmelt und dann bin ich gefressen worden. Ja, verstehe ich auch nicht, Alter. Wenn man da, glaube ich, nicht stehen bleiben. Quota reached. So, jetzt kriegen wir doch bestimmt eine höhere. Ja, 224. Ja. Wir wieder 0. Mega. Ja, wäre voll stressig hier. Aber haben wir jetzt nicht. Haben wir jetzt unser Geld? Nee, das haben die uns da abgezogen. Nee, wir haben 164 Store. So, was ist denn, wenn ich jetzt Flashlight kaufen will? Flashlight. Nice. Confirm. Dann müssen wir die da bei Ordered der one Flashlight. Abholen, you know, wir haben gefressen. Okay. Warte mal. Wo kriegen wir das jetzt? Was macht ihr da? Ja, wahrscheinlich. Die ist weg. Keine Ahnung, wo die ist.
Ja, wahrscheinlich bei dem Flashlight. Ja, meinst du, die kommt per Kurier hier hin oder was? Ja, will ich wohl hoffen. So, ich bestell noch eins. Ja, und vor allem bestell zwei Walkie-Talkies. Our contractors enjoy fast free shipping while on the job. Any purchased items will arrive hourly at your approximately location. Ja, ja, denk an die gebratenen Nudeln mit Entenbrust. Warum steht der auf dem Zettel Peter Sachs? Echt jetzt? Ja, guck mal. Zeig mal. Toll. Jo, stimmt. So, ich hab vier Stück bestellt. Peter, wie ist das bei dir? Peter, steht bei dir auch drauf, Peter Sachs? Auf dem Zettel? Leute. Ist mir egal. Guck mal, Peter, guck dir mal den Zettel an. Peter, jetzt guck doch mal den Zettel. Ah, geh mir nicht auf den Sack. Peter, da steht Peter Sachs drauf. Geh ich auf den Sack. Peter. Was machst du denn da jetzt? Das kannst du nicht die ganze Zeit shoppen. Hast du jetzt schon die royale Karte vom KDW? Ich gibt dir die ganze hart verdiente Knete aus. Ja, ja, ich hab, fuck you all, ich hab vier Flashlights und vier Walkie-Talkies bestellt. Aber oh, wir interessieren uns ja so die Walkie-Talkies. Hä? Ja, wir brauchen nur zwei. Können, wenn sich einer entfernt von uns. Ja, wenn einer stirbt. Peter, jetzt guck doch mal, steht bei dir denn Peter Sachs auf dem Zettel? Da steht, you are access. Was? Kannst du aufnehmen, du Dulli. Steht Peter Sachs, ne? Da steht, you're in deep access file Sigurd. Hä? Na, schade. Also die vier. Warte mal, was ist, wenn wir Sigurd eingeben? Die Walkie-Talkies. Ich hab's gefragt, konntest du eine Waffe kaufen? Weiß ich nicht. Eine stirbt, naja, lieber, wir schlagen die Spinnen mit Walkie-Talkies. Mit vier Stück. Ja, danke, Peter. Du bist doch selber nach Uhrenwichser. Ja, aber du hast ein wenig verstanden, das System. Wenn du dein Walkie verlierst, weil du gestorben bist, dann haben wir. Wo ist denn jetzt hier unsere scheiß Taschenlampe? Wo ist mein Essen? Wo ist meine Taschenlampe? Peter, was hast du denn gemacht, ey? Ich weiß nicht, wo die Sachen sind. Ja, super, Peter. Jetpack. Also, Sun Grenade, da. Dann fliegen wir wieder. Sun Grenade. Nee, Sun bringt nichts, ne? Super, Peter. Ich hab die Sachen auch vorgelesen, die man kaufen kann vorhin. Ja, ich weiß, aber die Frage ist ja, wo die Sachen sind, die man gekauft hat. Ja, das weiß ich auch nicht. Das steht auch beim Terminal, ja, aber da ist Sepp gerade dran, dass die noch unterwegs sind. Als wenn wir eine Lieferzeit haben, sind wir auch irgendwann nicht zu Hause? Ach, purchased items on route. Ja. Alter, da kommt was, der Eismann! Na, guck mal! Da ist es doch! Guck mal, hier drin! Da ist der Eismann! Oh, hier ist Wasser. Oh, was ist das denn? Doof. Ja, scheiß drauf, der Eismann. Open. Ja! Ja! Grab! Ich hab ne Flashlight. Oh, ich und hab... Walkie-Talkie. Wo sind denn die Walkie-Talkies? Kann ich das hören? Over. Unter dem Flashlight. Ja, was? Okay. Ich hab noch kein Flashlight. Over. Ich hallo. Hab noch kein Walkie-Talkie. Hallo, hallo. Walkie-Talkie. Nehmt das doch auf. Ja, hab ich. Wie geht denn das? Power-Button. Hallo. Hallo. Hallo, 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 JJ. Over. Ihr müsst aber immer sagen, sonst seht das nicht over. Klar verstehen, over. Sehr gut. Oh, over. Sehr gut, das habe ich nicht verstanden. Ey, geht eigentlich der Akku aus, wenn man Walkie-Talkie anhat? Ja, das habe ich nicht verstanden. Was geht aus? Ihr seid Schmutzlumpen, over. Ich hab dann Walkie-Talkie wieder ausgemacht. Heute on sale, also gönnt euch ihn. Ich hab das Gefühl, das ist der größte Bust aus der Lethal Company Geschichte, dass wir vier von diesen Schmutz-Walkie-Talkies gekauft haben, anstatt als Waffen. Es gibt keine Waffen! Over! Oh, die Taschenlampe bringt ja richtig viel. Das ist alles so weg! Over! Es ist einfach nur so ein Lichtstrahl. Ich sehe dadurch nicht mehr. Ich drop das jetzt hier, den Schmutz. Over, ich bin weg. Ja, dann sagen wir ich sehe dadurch nicht mehr. Ja, doch, also schau dir mal da. Er läuft dir hier an dem Key vorbei. Hab ich nicht gesehen. Naja. Peter sieht nur das, was er gerne hätte. Was hast du da denn? Oh, eine bessere Taschenlampe. Was ist denn jetzt los? Die Radiation. Peter, ich hab keine Ahnung, was das jetzt gerade war, aber irgendwas ist hier passiert. Ich bring das mal zurück zum Schiff.
Peter hat ein riesiges Licht gefunden, Peter, und es leuchtet weiß. Over. So ist ihr wegrennt und dann der Walkie-Talkie nicht an ist. Ich renn doch mit euch over, ihr Ficker! Wo ja, ist denn der Ausgang? Ja, da! Ich glaube, ich, glaub, ich habe eine Batterie gefunden, die wir im Schiff brauchen können. Hier. Also ich habe oben links eine Powerleiste, wenn ich den Walkie-Talkie benutze. Over. Ah. Du musst das auch aktiv in der Hand halten, damit das hier läuft. Das ist richtig. Wo ist denn jetzt Jay hin? Over. Jay ist over? Ich denke mal, Jay ist mit raus. Also Christian, hier hinten war Gas, das müssen wir ausmachen. Okay, dann ist die Frage, wie machen wir das aus? Da brauchen wir doch bestimmt wieder so einen Switch, so einen, ne? Warte mal, ich hab blöd gehört. Heißt das, wir sollen zuhören? Ah, der hat irgendwas gelabert von der Abfahrt. So, Arno, könnt ihr mich hören? Over? Nee, okay, können wir ja, nicht, Peter. Over, wir sind gerade mitten im Deep Ding drin. Over. Okay, sehr gut. Das Ding, was ich gefunden habe, ist 80 wert, Over. Und ich komme jetzt wieder zurück. Ganz toll, Peter. Over. Ich wollte mal sagen. Das ist das Steam Ding, Christian, ne? Hat wer einen Schlüssel von euch? Nee, nicht mit. Hier ist eine geschlossene, verschlossene Tür. Unten habe ich einen Schlüssel gedroppt, damit ich... Kannst du Schlüssel mitbringen? Das wäre mega nice. Nein! Ich habe hier unten einen Schlüssel gedroppt. Ich bin wieder da, okay, ich drehe wieder um. Auf. Nein! Nee, Jay hat einen Schlüssel gedroppt, hat er gesagt. Keine Ahnung, was da los ist. Nein, du brauchst nicht zurück. Over. Hier unten ist ein Schlüssel, ihr müsst mir nur helfen. Ich habe meine Hände voll. Ja, Jay hat einen Schlüssel gefunden. Over, also kannst du ruhig kommen. Nee, jetzt over. Wo denn? Hier. Ah ja, nice Jay. Ich hab den gedroppt für die. Weißt du, es ist alles komplett lost hier. Meine Taschenlampe ist schon leer. Was soll das denn? Ja, dann hier, dann. Nimm du den Scheiß. Motor und dann nehme ich die Lampe. Das kann auch leuchten. Dann läuft die ganze Zeit weiter und ihr könnt die nicht ausmachen, bis ihr die droppt. Deswegen ist meine jetzt leer auf. So, mach mal auf den Ranz jetzt hier. Zack, zack. Leuchte mal rein. Ja, ist alles easy hier. Okay. Naja, alles easy. Was ist das denn? Das ist größerer Scam als die scheiß Walkie-Talkies von Peter. Der Raum. Hä? Sag mal, wenn ich eh nicht mehr tragen kann, macht das nicht Sinn, dass ich das zum Schiff zurückbringe? Ja, aber ich dachte, du guckst noch. Vielleicht wäre für mich was Besseres. So hätte ich da vielleicht ja auch interessiert, was hinter dieser geil verschlossenen Tür ist. Was hat mit Peter denn da die ganze Zeit? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, was der will. Ist mir egal. Ah, der hat mich gehört. Scheiße. Oh mein Gott! Ich bin da! Hilfe! Ich werd gefressen! Hallo! Hilfe! Hört man mich noch? Hilfe! Hallo? Ich werd gefressen! Ich kann mich wirklich nicht bewegen! Hilfe! Hallo, wo seid ihr? Ich find's ganz schön, dass Jay gerade verschwunden ist und wieder ein New Creature hat. Jay, kommst du zurück? Komm her! Oh, warte mal! Jay hat the crap! Jay ist tot. Ah, Jay ist tot! Das war der Head Crab! Sie hat ihn gefressen! Oh shit, ich hab sie zu uns gebracht, Christian. Lass mal rausgehen. Ich seh nix, ich weiß nicht, wo es hingeht! Hast du keine Taschenlampe? Du brauchst bei mir das Ding nicht. Ja, aber die ist leer! Okay. Ah. Peter, folgendes Problem, unsere Taschenlampen sind leer und wir wissen gerade nicht, wo wir hier im Dunkeln stehen. Aber Christian, over. Ich glaube, links abbiegen ist gut. Ja, komm mal her. Ich habe bereits gesagt, meine Taschenlampe ist ja schon lang leer, deswegen mag ich nicht wieder helfen. Komm mal her, hier rum. Ist das richtig? Kamen wir hierher? Vielleicht. Oh, warte mal. Ich geh mal rein und Peter. Am Haupteingang die ganze Zeit laut in der Hoffnung, dass er nicht hört. Hier ist Licht? Ja, das klingt gut. Ansonsten gehst du nämlich, wenn er nicht geht, zum Shift. Wo ist hier? Geht ihr wohl Licht an? Nein, ich sehe kein Licht, aber... Das ist bestimmt... Das ist für die Valves, Sepp. Das ist bestimmt für die... Echt? Ja, damit machst du die bestimmt aus. Also Licht habe ich hier auch noch keins gehabt.
Das ist ja super, dass Peter da dann direkt rausgenommen und weggebracht hat. Also vielleicht liegt hier noch was? War ich hier ganz am Anfang in diesem Raum? Ihr letztes Mal. Aber das Problem ist, wir müssen zurück zu Peter, der jetzt die ganze Zeit erzählt. Nein, waren wir nicht. Nee, wir haben keine benutzt, aber wir hören dich auch nicht reden. Ja, aber da sind wir doch gar nicht hergekommen. Ich dachte. Oder doch? Doch, nee, sind wir wohl. Also, es gibt hier. Nee, der Raum ist viel zu groß. Es geht gar nicht weiter. Nee, der Raum ist viel zu groß. Das war ein anderer. Wir haben auch den Schaltkasten nicht gefunden. Ja, stimmt schon. Können wir hier runter? Aber wir hören. Ja, hier runter ist Sackgasse. Ich geh wieder raus. Ja, ich glaube, wir müssen dahin, wo Jay war. Peter, du könntest uns vielleicht versuchen, vom Schiff aus zu lotsen. Wo ist Sepp denn jetzt hin? Ich bin hier so eine Treppe runtergegangen, aber ich komm hoch. Achso. Ich dachte, vielleicht ist hier noch irgendwie was. Okay, Chris, hier immer links halten. Ich bin unter Wasser. Was ist denn jetzt los? Jay hat das Ding angedrückt, Leute. Ihr müsst schnell zum Schiff. Komm, Christian. Ja, verreck. Oh, schade. Hier konnte man springen. Ah, er ist dead. Weißt du, ich hab nichts gemacht. Ja. Ich freue mich nur darüber, dass du gestorben bist. Oh Gott. Okay, wir haben noch bist du ertrunken, Peter? Hast du kein Seepferdchen gemacht? Ja, weiß ich. Ich hör was grummeln. Ja, auf. Ist scheißegal. Wir haben nur noch. Das ist wenig schön. Zeit. Das ist so schön. Ich hör was ganz laut. Ich bin tot! Oh mein Gott. Nicht runter! Was war das denn? Was war das denn? Also wir haben was gehört, aber... Au. Aber du musst jetzt zurück zum Schiff. Was willst du machen? Uff. Was hast du denn zu viel? Wir haben verloren. Ich fand's super witzig. Jay war wieder der laziest Employee. Alles wie immer. Ja, ich wurde gefressen, weil ich nur fucking Walkie-Talkie zur Selbstverteidigung hatte. Ja, jetzt können wir leider auch nichts Neues kaufen, deinetwegen. Und wir haben nichts mehr, weil alles weg ist. Hier, Peter. Deswegen. Peter, hier. Klebt dir das Ding auf den Kopf hier. Peter, da steht Peter Sachs drauf. Da. Da ist es. Fuck you. Ja. Fuck you. Du hast doch dein Schiff gerufen, oder nicht? Fuck you. Fuck you. Hast du nicht dein Schiff gerufen? Und fuck you. Nein, hab ich nicht. Hab ich wirklich nicht. Nee, das war, da stand einfach, nee, hey, stand Mitternacht, wirklich, das geht hebt um 12, ab. Hebt das ab. Oh, da kannst du ja wirklich nichts dafür. Deswegen, wir mussten halt zurück und das war so egal, schön, ob wir jetzt da ist oder nicht, wenn wir halt entweder draufgegangen oder verschwunden. Ich hab mich einfach verrecken lassen, wie scheiß Raupe oder Ohrkneifer, oder war doch, hat mich gefressen, ich konnte Ficker. Nichts tun, Jay, ich stand neben dir, ich hab das auf deinem Kopf gesehen. Genüsslich hab nicht so tun. Gesehen, wie ich gestorben bin, du Schwein. Ja, was sollte ich denn tun? Ich hab Walkie-Talkie draufgeschlagen. Ja, warum? Warum haben wir nur Walkie-Talkie? Wegen ihm! Ja, wegen es gibt dem. Halt keine Waffe! Nur wegen dir hat man scheiß Walkie-Talkie! Ist fuck you! Schön. Wir können ja alle mal am Arsch lenken. Fuck you! Dann, nein, es gibt halt nichts anderes, keine Waffe. Das war aber lustig. Ja, das ist in der Tat ganz witzig. Was ist denn jetzt hier los? Das war, wie hieß das jetzt hier? Lethal Company. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, liebe Alter. Zuschauerinnen und Zuschauer. Euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Haut rein. Ach Gott. Tschüss. Tschüss.